Ja, Kölle Alaaf, Kamelle, der Prinzgut. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Crafty Tuesday Bastelvideo mit mir, Martina von Gefalzt und Zugeklebt. Ihr könnt sehen, ich bin schon in total guter Stimmung. Trotz Corona, Karneval geht immer irgendwie. Ja, es ist ja bald wieder soweit und egal, wie es gefeiert werden darf oder verbracht werden darf, jeder für sich kann ja zu Hause Karneval machen, wie er will. Und ich schwelge so ein bisschen in Erinnerung, denn ja, das eingeschränkt ist halt nicht so wie normal. Und naja, sei es drum, machen wir das Beste draus aus dem Corona-Karneval. Und jo, das ist mein Layout. Ich habe es zum Schluss ein bisschen versaut, weil ich zu viele Luftschlangen drauf gestempelt habe. Ich werde mit euch jetzt ein neues Layout machen, das hoffentlich dann ein bisschen ausgeglichener aussieht. Ich finde es trotzdem ganz okay, keine Frage. Und kommt auch auf jeden Fall in mein großes Scrapbook-Album. Ja. Ihr seht, ich habe mit meinen Lieblingen gearbeitet, den Ladybugs, den Marienkäferchen, weil, wie man auch unschwer erkennen kann, hier zumindest sieht man meine Fühlerchen. Das war so kalt 2018 im Straßenkarneval. Ich habe ja noch so einen dicken Loop an und keine Ahnung. Und das Marienkäferkostüm ist ja auch aus diesem Plüsch. Und selbst darunter hatte ich noch 1000 Klamotten an. Also es war eigentlich so ein Marienkäfer-Michelin-Männchen. Na, so. Deswegen gibt es auch nur so einen kleinen Bildausschnitt. Verrückt ist das. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Basteln an. So, das ist mein altes Layout und ich habe mir jetzt vorgenommen, im Video mit euch einen anderen Hintergrund zu verwenden. Fand ich auch mal ganz nett, die Idee, sich den selbst zu gestalten. Da kommen nämlich noch mal so ein paar alte Schätzchen zum Einsatz, mit denen ich hier diesen witzigen Hintergrund gestempelt habe. Fliegen, Krawatten, Clown und Karneval und Luftschlangen und Luftballons. Das gehört zum Karneval dazu. Und dafür habe ich hier das Stempelset der Beste. Gibt es ja als Produktpaket. Genau, da habe ich hier mir entsprechend eine Krawatte und Fliege aufgezogen und in den Signalfarben gestempelt. Dann habe ich aus dem Stempelset Kreative Tage diese süßen kleinen Mini-Luftballons mit der Schnur aufgestempelt. Es gab früher mal ein Stempelset oder Produktpaket sogar mit Handstanze, Partyballons. Irgendwann habe ich gedacht, ach nee, es gibt keine kleinen Kinder mehr im Haus. Brauchst du nicht mehr. Ja, Ella Beige, von so Schätzen sollte man sich eigentlich nicht trennen. Gut, aber ich habe noch ein paar Ballons gefunden. Dann habe ich aus dem Stempelset Fabelhaft dieses Sternenarrangement und hier was ganz Altes, die Birthday Backgrounds. Ja, das ist hier wie so ein Feuerwerk, Geburtstagskerzen, Konfetti, könnte man jetzt auch noch mit da drauf setzen. Und halt die Luftschlangen. Ja, das wie gesagt in Signalfarben gestempelt, ergibt meinen Hintergrund. Ich habe mir jetzt ein weiteres Foto ausgedruckt mit meinem Canon Selfie-Drucker. Der ist natürlich auch nur so gut, wie der Fotograf das Bild gemacht hat. Das ist irgendwie so ein Handyschnappschuss. Da war nicht mehr viel mit Bildbearbeitung rauszuholen. Das ist ein bisschen besser. Hier sind noch zwei andere liebe Menschen drauf. Die aus Privatsphäregründen zeige ich die jetzt aber nicht. Die bleiben weiterhin abgeklebt, die beiden. Und da haben wir jetzt das Querformat. Und das werde ich jetzt ein bisschen anders gestalten. Es bleibt aber auf jeden Fall dabei, dass wir uns hier noch so einen Zierstreifen machen mit den super süßen aktuellen Ladybugs, den Marienkäfern. Produktpaket Flatterkäfer, ja, aktueller Minikatalog Frühjahr-Sommer.
Da machen wir jetzt mal 1, 2, 3 ganz viele. In Summe sind es 10 Stück, weil Signalfarben gibt es 10 unterschiedliche, also 10 Käferchen. Und auch entsprechend hier 10 von diesen Regenbogenstreifen. Ich baue mir jetzt erstmal hier mein Bild zusammen. Dann haben wir das schon erledigt. Ich suche einmal die Silikonmatte, falls ich jetzt hier irgendwie mit Kleber irgendwas versaue. Das ist hier auch noch so altes Glitzerpapier aus irgendeiner SAB, dieses Glamourpapier. In der letzten oder vorletzten SAB gab es das. War sehr beliebt. Ich habe da noch zwei, drei Bögen von entdeckt. Und jo. Das müssen wir jetzt mit, mache ich hier einmal Klebeband quer drüber und Flüssigkleber. Das hat eine etwas glattere Rückseite, dass es gut hält. Und zusätzlich natürlich auch noch unseren heißgeliebten Tombow Flüssigkleber. So. Einmal. Das ist der Kartenaufleger in Farbkarton Schwarz. Der hat die Größe 15,5 mal 11 cm. Dann kommt der nächste Aufleger. Das ist hier das Glitzerpapier. Das hat dann die Maße 15 cm mal 10,5. Und als nächstes kommt dann das Foto in 14,5 mal 10 cm. Ja. Wer jetzt nicht so viel verschwenden will, schneidet sich hier in der Mitte noch so ein Stück raus. Aber ich will es eigentlich mal weg vom Tisch haben. Aufgabe für 2022, verbastle all deine Papierreste. So, da müssen wir auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. War ja klar, das ist alle. Aber wir sind ja nicht bei armen Leuten. Wir haben natürlich noch Neues. So. Also, Foto muss auch mit doppelseitigem Klebeband hinten. Und dann müssen wir das nämlich irgendwie auf diesem Glitzerpapier ans Halten kriegen, was sich auch nicht so ganz einfach gestaltet. Aber da mein Layout ja nachher in den Fotoalbumhüllen, in diesen großen landet, da kann auch nichts rausfallen. Das löst sich schon so ein bisschen manchmal ab. Da muss man noch mal gegen ditchen, also drücken. Ditchen ist drücken, ja. Wir sind ja hier im Rheinland, aber ich weiß nicht, ob es woanders auch irgendwie ditchen heißt. So, und dann versuchen wir uns auch noch mal mit ein bisschen Flüssigkleber. Dann klebte sie sich selbst fest. Ich weiß nicht, ob es dem Fotopapier gut tut. Das werde ich jetzt sehen. Zur Not müssen wir noch irgendwelche Schleifchen einbauen, die wir dann festtackern. Dann können wir das auch so befestigen. So. Einmal die drei Damen vom Grill hier mittig positionieren. Ja, das ist eine besondere Erinnerung. Eine Person davon mussten wir leider schon aus dem Leben verabschieden. Und Karneval muss ich immer besonders an sie denken. Da war sie immer so ein bisschen unsere treibende Kraft. Und deswegen gibt es noch mal so ein Erinnerungslayout für diesen lieben Menschen. Ja, so ist das. Ist jetzt auch schon eine Weile her.
So, das haben wir uns jetzt fertig gemacht. So, dann brauchen wir einen Designerpapierstreifen. Ich habe hier dieses Designerpapier, ganz mein Geschmack, glaube ich, heißt das. Habe ich mir hier dieses Holzmuster rausgesucht. Und das ist ja in der Länge 30 cm und dann machen wir ja 6, 7 Zentimeter breit. Das schneide ich mir mal zurecht an der schmalen Seite. Ja, was machen wir? Machen wir mal 7, weil das sind meine ersten Nähversuche. Ich habe tatsächlich Papier genäht. Ich sehe das immer bei anderen und wollte es jetzt auch mal selbst machen. Es hat echt funktioniert. Ich habe ja hier einmal die Käferchen festgenäht, wobei ich das jetzt bei dem Layout nicht machen werde, weil wir nähen uns ja die Flügelchen fest und da kriegt man nicht so viel Struktur rein. Deswegen werde ich die Käferchen jetzt kleben, damit man die Flügelchen noch ein bisschen 3D-mäßig irgendwie anheben und biegen kann. Und dann mache ich einfach nur hier mit dem Zickzackstich das Bild fest. So, da gibt es jetzt verschiedene. Welche hatte ich denn jetzt geholt? Ich habe hier dieses Lineal-Sortiment. Ich glaube, ich habe da hier das Gewellte genommen. Jupp. Wo man sich dann Papier mit abreißen kann und hat dann hier so eine schöne zerfledderte. Abrisskante. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ich überlege gerade, wie breit ich das jetzt mache. So, hier kann ich so gerade irgendwie mit dem Finger ranfassen und dann mache ich das. Ups. Einmal so. Genau. Dann ziehe ich mal ein bisschen runter. Hier ist der Anfang. Können wir uns das nämlich schon festkleben, zumindest in der Mitte. Schon mal, falls wir noch mal was drunter schieben möchten, können wir dann rechts und links nur was runterschieben. So. Glaube. So. Dann machen wir mal mit dem Käferchen weiter. Und zwar, das ist auch eine tolle Arbeit, um so Papierreste aufzubrauchen. Da kann ich mir nämlich jetzt aus jeder Signalfarbe ein Flügelpaar ausstanzen. Und dann machen wir anschließend noch 10 schwarze Körper. Und damit das Video nicht so lang wird, gibt es das jetzt gleich in Zeitraffer. Also, bis später. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So, ich habe hier diese Flügelchen und die Marienkäferkörperchen ausgestanzt. Jetzt müssen wir hier noch die Punkte drauf stempeln.
nehme ich mir das Stempelset Flotter Käfer. Da habe ich mir den Stempel schon auf den Acrylblock aufgezogen. Und da machen wir jetzt mit Memento schwarze Punkte drauf. Und ne, das ist immer so schwer anzufassen. Diese kleinen filigranen Teilchen, da nehme ich mir jetzt hier den Aufhebhelfer. Der hat ja hier unten so eine schöne Klebemasse dran. Und damit kann man sich auch so kleine Papierteile aufheben. Ja. So, damit auch das nicht zu lange dauert, mache ich euch wieder in Zeitlupe. Bis gleich. Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Die Flügelchen sind jetzt bestempelt mit den schwarzen Punkten und jetzt können wir die Käferchen zusammenbauen. Ja, die werden einfach hier so drauf geklebt und dann bekommen die noch ein Gesicht gemalt mit so einem weißen Kreidemarker und so einem kleinen Lichtreflex. Und das gibt es dann auch wieder im Zeitraffer-Video, nicht Zeitlupe, wie ich eben aus Versehen gesagt habe, sondern Zeitraffer. Dann geht's schneller. Bis später. I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. So, ich habe die jetzt fertiggestellt und mir hier schon mal auf dem Designerpapier arrangiert. Es ist nicht immer so ganz einfach, platzbedingt, aber ich wollte unbedingt alle 10 drauf kriegen, deswegen überlappen die sich so ein bisschen. Und die werden jetzt halt mit Tombow Flüssigkleber festgeklebt. Und das mache ich euch nochmal eben in Zeitraffer. So, die Käferchen sind in Reihe und Glied festgeklebt. Jetzt habe ich meinen Fotoaufleger und bei dem ersten Layout habe ich die Streifen so angeordnet. Das werde ich jetzt ein bisschen anders machen. Die Ausgangsbasis dieser Streifen war mal 19 cm lang und jeweils 1 cm breit. Aus den 19 cm ist nach langem Hin- und Her-Tüfteln geworden. Summa summarum noch ja knapp 16 cm. Ich habe die paar Mal in diverse Richtungen gekürzt und habe mir quasi so Pfeile draus gestanzt. Ich hatte hier schon mal welche vorbereitet. Mit der Handstanze Fähnchen nach Wahl. Ja. Das ist hier das kleinste, ist ja etwas breiter als 1 cm, aber man kann sich das trotzdem da reinlegen und hier so Pi mal Daumen in der Mitte stanzen. Ich habe die schon, Moment, alle fertig. Und 4 Streifen sind nur halb fertig. So, da habe ich einmal hier diese Enden. Jetzt müssen wir uns noch da diese Spitzen ausstanzen. Dann schiebe ich mir die hier unten einfach so rein und bis oben durch und gucke, dass das halt so relativ mittig hier ist. Man kann das halt noch so ein bisschen hin und her schieben. Das halte ich jetzt von unten mit dem Finger gegen und habe mir dann jetzt hier meine Spitze ausgestanzt. Das mache ich jetzt mit den anderen dreien auch noch und dann gucken wir mal. So, das ist ungefähr die Mitte. Ja, jetzt muss ich mir mal die Papierfussel vom Layout streichen. So, und ich habe mir das folgendermaßen gedacht.
Ein bisschen sortieren. So, 5 Stück nebeneinander. Halt, hier kommt erst noch. Oh, der hat einen Knick. Ist nicht schlimm. So, jetzt kommt halt weiter am Layout puzzeln. Das ist halt immer so eine Sache. Und die anderen gehen in die andere Richtung. Oh, hier sind Fusseln dran. Mein Papierschneider braucht noch mal neue Klingen. So, 1, 2, 3. Die anderen 5 kommen halt in die entgegengesetzte Richtung mit der Spitze nach unten, habe ich mir so überlegt. Und ich weiß noch nicht, wie ich das am besten jetzt festkleben soll. Ich möchte es hier unten halt bündig haben und hier oben die Spitzen auch. Und dann wird das aber so ein bisschen versetzt. Habe ich mir so überlegt, dass man das so sieht. Und dann würde ich das irgendwie nach links schieben. Ich glaube, ich bleibe da auch in der Mitte. Genau, aber die Dekostreifen setze ich hier bündig ans Designerpapier an. Okay, wir machen noch mal eine Zeitraffertour. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. So, ich habe mein Layout jetzt mal in die Nähmaschine eingespannt und versuche jetzt mal das Foto festzunähen. Ich hoffe, es klappt. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht verzweifeln werde. Schauen wir mal. Faden lösen. Gerät ausschalten. Also zum Basteln mit Nähen ist der Tisch echt zu klein. So. Dann wollen wir mal sehen. Jo. Ne, der Stich. Rückseite sieht schöner aus. Es verzieht sich immer ein bisschen, wenn man dann auch die Geschwindigkeit verändert. Naja, auf Fadenspannung und so weiter achte ich jetzt hier nicht. Das sind jetzt so Special Effects. So, aber das kann so bleiben. Muss es jetzt auch. Was jetzt noch fehlt, ist mein Schriftzug Karneval 2018. Jetzt muss ich mal in meinem Scrapbook-Archiv wühlen. Die hatte ich bei dem Prototypen. Das sind so Kleber. Ah, was nehmen wir denn da? Was passt denn farblich? Ach, die sind zu hell. Die sind auch nicht schlecht. Die Metallic-farbenen. Oder die. Oh, was nehme ich denn? Was nehme ich denn?
Die wären jetzt, glaube ich, noch ganz hübsch. Oder machen wir das? Ich meine, ganz schwarz hat natürlich auch irgendwas. Ich glaube, ich klebe das mal hier. Anstatt die 3D-Sticker. Und dann schauen wir mal, was da draus wird. Wo schreibe ich das denn hin? Karneval 2018. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Ich könnte aber auch Karneval hier. Da ist ja auch noch ein bisschen nackig. Und 2018 dann dahin. Ich glaube, das werde ich mal anpeilen. Ja, das mache ich so. Mut zur Lücke. Wir sehen uns wieder. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. So, ich bin ja eigentlich sehr zufrieden, gefällt mir sogar besser als der erste Entwurf. Ja, da habe ich irgendwie gedacht, ich müsste da noch die vielen Luftschlangen drauf stempeln. Ich glaube, damit habe ich es mir dann ruiniert im Nachhinein. Aber es ist auch okay so. Ich habe hier noch diese süßen kleinen Schriftstempel Hello und Alav. Das ist hier so ein Mini-Silikonstempel. Ich habe mir den schon auf den Blog aufgezogen von Kreativ Zeitlos. Das war nämlich in meinem super süßen Adventskalender von der Dani drin. Da gab es jeden Tag ein goldiges kleines Mini-Stempelchen. Oh, unterschiedliche Anlässe, echt super. Und das ist hier für Scrapbooken auch total klasse. Und besonders halt, na, ich als Rheinländer hier in der Karnevalshochburg Köln bin da natürlich total happy drüber. Hier steht Hello und Alav drauf. Der Kölner, der sät natürlich Alav, ne, weil Kölle Alav. Und in Düsseldorf und ich glaube in Hessen, wo Fasenacht, Hello. Also die sprechen das halt anders aus, ne? So, der Kölner sät Alav. Trotzdem will ich mir jetzt auch das Hello und das Alav. Wir sind ja Multikulti. Ah, diese Revierpinkelei geht mir eigentlich auch auf den Keks. Nein, ich habe ein Herz für Düsseldorfer. So, das wird trotzdem mit drauf gestempelt. Punkt. Ich habe mir das jetzt mal so überlegt, wie ich das denn wohl mache. Ich habe hier eigentlich genug Farbe drauf. Ich bin ja so ein Schwarzfanatiker. Also werde ich jetzt hier in Schwarz stempeln. Da habe ich mir den Rand schon wieder versaut. Ich hoffe, es geht gut. Und mache jetzt einfach so ein paar kleine Akzente noch hier mit. Das finde ich ganz hübsch. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich hier veranstalte. So. Und wenn es nicht gefällt, was sagt der Kölner dann? It is, wie it is. Ne? Können wir halt auch nichts mehr dran ändern. So. It is, wie it is. Und it could, wie it could. Und it hätte immer noch hier Jange, ne? So, ich glaube, das reicht, denke ich. Vielleicht da noch ein,
Weniger ist mehr, ne? Lassen wir jetzt so. Und ja, ich würde sagen, mein Layout ist fertig. Die Mädels bleiben weiterhin anonymisiert. Könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen. Ich lasse das auch so, wie es ist. Das kann man jetzt noch mit Gludot ein bisschen festkleben, aber das kommt nachher in meine Fotohülle rein. Und dann ist das sowieso wieder fest. Ja, ich hoffe, meine Karnevals-Layout-Idee hat euch gefallen. Und dann dürft ihr mir natürlich ganz viele Herzchen schenken, Däumchen hoch, Likes, nette Kommentare. Und vielleicht mag ja auch noch der ein oder andere meinen Kanal abonnieren. Dann denkt dran, oben rechts das Glöckchen. Dann kriegt ihr auch immer mit, wenn sich was Neues auf meinem Kanal tut. Ja, das war mein Beitrag zum Crafty Tuesday. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, sie wird nicht so stressig für euch und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.